Hey Leute und willkommen bei diesem knisternden Lagerfeuer zu Travis Strikes Again No More Heroes. Ich denke, viele Anime-Fans kennen die Reihe No More Heroes und ich dachte mir, hey, das hat beim GameStop nur 7 Euro gekostet. Wir müssen uns das Ganze einfach mal angucken, würde ich sagen. Und natürlich kommt jetzt ein Video. Wir müssen uns das Ganze einfach mal angucken und ich habe mega Bock drauf und ich bin gespannt, wie es so ist. Und ich lasse mich einfach überraschen, denn von anhand der Bilder hinten erkennt man genau gar nichts, ne? Die Videos, wie gesagt, gucken wir uns jetzt mal nicht an. Wir wollen nämlich das Spiel sehen. Neues Spiel. Auf süß, auf mild oder auf bitter. Das ist mal ein geiler Schwierigkeitsgrad. Wir gehen auf mild rein. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Das ist alles, was wir hier sehen, sehen wir gemeinsam zum ersten Mal. Und es ist sehr abgedreht, wie ihr wahrscheinlich schon merkt. Das ist kein ganz normales Spiel. Das wird eine crazy Reise, sage ich euch. Das wird eine crazy angezockt Reise. Alter. Ich glaube, es ist jetzt schon vorbei bei mir. Ich kann es ganz überspringen, aber wir gucken mal kurz. Okay, ist alles so retro-mäßig. Was? Muss ich jetzt ein altes Spiel in dem Spiel spielen, um dann zu spielen? Versteht ihr, wie ich meine? Meta-Ebene, Spiel im Spiel. Ich hab da keine Ahnung. Auf jeden Fall der kriselige, gute, alte Röhrenfernseher. Oh. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, aber ich hab mega Bock drauf. Okay, das sind auf jeden Fall wir. Wir sind nackig und wir sind aus der Zukunft gekommen, gerade wie der Terminator. Das ist gerade der Terminator, Leute. Die Sonnenbrille, nackig. Ich habe Schwert in der Hand, Bruder. Okay. Bewegen mit links. Ist das die Spielwelt? Kannst du dich einfach rein? Das ist Sperrgebiet. Okay. Das ganze Areal ist vollständig abgeschirmt. Hast du den Evakuierungsbefehl der Regierung nicht gehört? Nein. Ich bin derjenige, der das Spiel durchspielen wird. Darum muss ich da durch, um weiterzuspielen. Das ist so eine Meta-Ebene. Geh mir aus dem Weg. Du verstehst es einfach nicht, oder? Hast du eine Erlaubnis? Was zur Hölle laberst du? Als hätte ich eine Erlaubnis. Ihr könnt ihn abführen. Was? Das klingt nach Spaß. Na gut, dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Und erschätze Videospiele nicht. Transformation? Was? Ich verwandle mich? Guthaben reicht nicht aus. Du hast nicht genug DD-Coins. Okay. Wie schade, Travis. Ich wollte dich im Tutorial töten, aber ich brauche noch mehr Karma. Oh Gott. Ey, das ist so eine Meta-Ebene. Die Reise ist noch nicht vorbei. Noch ist nicht an der Zeit für das Ende der Welt. Das dauert mir alles viel zu lange. Was? Das hasse ich an Spielen heutzutage. Es dauert viel zu lange, bis man endlich spielt. Richtig. Richtig. Heute von unserem nächsten Treffen jedenfalls eine Erlaubnis. Diesmal drücke ich noch ein Auge zu. Okay, wir sammeln Münzen. Oh Gott, ist das lustig. Guck mal rechts. Oh Gott. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt und ich bin begeistert irgendwie auch. Ich wusste, dass es abgedreht wird. Okay. Backstreet Boys. Versteht ihr? Versteht ihr? A, es ist ein Bug, wie man sieht, wie er rumkritzelt. Und B, es ist ein Backstreet Boy. Ich bin die Erfinderin der Maschine Dr. Javelin. Und die Maschine ist über Deathglove mit einem Nervensystem verbunden. Konzentrier dich, sonst stirbst du. Die Steuerung ist recht intuitiv. Du gewöhnst dich also schnell dran. Grundsteuerung. Okay. Grundangriff. Der Knopf, okay. Okay, ein Schwertchen. Zack, down. Und halten. Oh, ich kann einfach halten. Ich kann einfach den Knopf gedrückt halten. Auch beim Rennen ausführen. Ja, Sturmangriff. Die geht. Oh, das macht richtig Spaß. Wie in so ein richtiges altes Arcade-Game. Und dass wir mit einem Death Glove verbunden sind. What the fuck? Was? Sputnik! Okay. Jetzt haben wir hier Sputnik. Powerangriff. Okay, wir nutzen mal den Powerangriff. Den habe ich weggesnackt, Bruder. Yeah. Ja, das fühlt sich wirklich gut an. Was? Laden? Was? Drücken, kreisen. Oh Gott, also man soll es ja eigentlich auch mit dem Controller in der Hand spielen, aber ich will es mit dem Controller natürlich so spielen. Einfach halten, okay. Einfach gedrückt halten, okay. Kann man die... Was, der kann die Pelönchen nicht umsetzen? Springen mit B, okay. Ey, das fühlt sich richtig gut an. Wir sind richtig... Also, diesem Charakter im Spiel ist bewusst, dass er in einem Spiel ist. So. Und allein das macht schon geil. Normaler Sprungangriff. Ah. Okay, geil.
Ich sperre die Ohren auf. Meine Anweisung. Okay, Anweisungen sind Gesetz. Ich muss den Sprungangriff durchziehen. Ach Gott, ist das geil. Was? Power-Sprungangriff gibt's auch noch. Oh Gott. Yeah, Boden geslammt. Yeah. Er schalten die Gegner hier aus. Ausweichen gibt's auch noch. Okay. Vor wem soll ich ausweichen? Also einfach nur ausweichen. Okay. Ah, eine Rolle. Eine gute alte Rolle. Eine gute alte Rolle. Okay. Gibt's hier ein Secret? Nee. Und nun? Einfach nur. Ich kann jetzt einfach hier durch die Welt laufen und gedrückt halten den Knopf. Und sie einfach auslöschen. Yeah. Es gibt Punkte natürlich für einen Highscore wahrscheinlich. Links oben eine Batterieanzeige. Könnte es sein, dass das meine Lebensanzeige ist? Ladeangriff. Wo ist denn er? Hier ist er. Er. Okay, wir machen das. Yeah. Okay, der Ladeangriff ist geil. Ich sollte echt auf mein Leben aufpassen. Warum habe ich jetzt eine 2 links oben stehen? Ist das irgendwie so ein Multiplikator? Hm, könnte es sein. Ne, das sind meine Angriffe. Okay, die halten mehr aus, die Sputniks. Ich sollte eher einen festen Angriff machen. So, zack, bäm! Yeah! Fühlt sich echt gut an, du. Und durchschnetzeln. Ja. Ich sehe schon, das links oben ist wirklich meine Lebensanzeige. Für wieder aufzuladen, Energie aufzuladen. Meine Schwertenergie war leer, deswegen habe ich keinen Schaden gemacht. Ist da noch ein Gegner? Fuck. Der hat mich gehauen. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt hier aufladen drücke. Geht's noch weiter? So geht das. Okay, jetzt habe ich verstanden, wie ich auflade. Das Spiel ist richtig rot jetzt geworden. Ein Klohaus! Da ist eine Toilette. Ein Speicherpunkt. Und da kommen wir wieder, wenn wir... Natürlich speichern wir im Klo. Klarer Fall. Das ist das geilste Spiel, was ich je gespielt habe. Ich bin nicht in die Toilette rein und habe speichern gerückt. Nein, ich habe hier dann abgeseilt und habe dadurch gespeichert. What the actually fuck is here happening? Travis Touchdown in der Welt von Electric Thunder Tiger 2. Man nennt mich weißes Schaf, ich bin hier Speicherverwalter, okay? Du hast den Death Ball gefunden, Death Drive 2 hochgefahren. Was möchtest du tun? Reise mal länger erscheinen. Okay. Nach dem Triple Star zum Herrscher dieser Welt wurde verlor er seinen Grund zu leben. Oh. Jetzt besser anders wissen müssen. Okay, also. Er meinte also, wir hätten das Spiel gar nicht starten sollen, ne? Oh mein Gott, die Bagger! Oh mein Gott! Kannst einfach den Knopf gedrückt halten und durchrasieren? Ja, kann ich. Einfach den Knopf gedrückt halten und durchrasieren. Und da werden wir jetzt einen schönen Sprungangriff. Bam. Yeah. Ihr könnt euch auch den fetten Angriff hier durchspammen. Zack, 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 zack. Yeah. Oh, das fühlt sich wirklich gut an. Also ganz ehrlich. Das ist ein geiles Spielgefühl. Richtig retro-arcadig. Was war das? Ein Skill-Chip. Weitere Skills benutzen. Und L und der Knopf oben. Okay. Gott, ihr werdet mir das nie merken, wo die Skills sind. Ne? So der Bug. Das Game ist voll geil. Für 7 Euro beim GameStop. Wow. Okay, den habe ich das Hack gegeben. Es fehlt ein bisschen Energie. Ja, yeah. Zack, zack, Okay, ich habe genug Energie. Links sehe ich es. Okay, wie viel Energie ich habe. Zerlöscht die Sau. Kein Bug kann mich aufhalten. Gewisse Zeit ab. Ich habe es gerade gesehen. Ja, wenn ich meine Skills benutze, muss ich eine Zeit warten, bis sie wieder einsetzen kann. Jetzt sehe ich auch links, dass das eine wieder bereit ist. Okay. Das ist voll geil, das Game. Bam. Den habe ich weggeschossen, du. Okay, wieder aufladen, mein Schwert. Sieht man links oben die Anzeige? Hey, das ist richtig ein geiles Game, Leute. Also, wenn ihr das mal beim GameStop seht, für 7 Euro für die Switch oder so.
Nehmt's mit, Leute. Ich kann es euch bisher nur empfehlen. Die Idee an sich ist schon mal geil. Also wie das Ganze hier aufgebaut ist. Und dann auch noch, die Steuerung ist geil. Das Spielgefühl ist geil. Es spielt sich wirklich wie ein altes Game. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich. Ist das eher was für Leute, die damals schon, oh mein Gott, Arcades gespielt haben und das gefeiert haben. Energie leer. Yeah. Yeah. Zack, 75er. Und drauf. Und Fuchtangriffe. Zack, bam, bam. Yeah, yeah, yeah. Ausweichrolle. Bam. Das fühlt sich so gut an. Es sind so wuchtige Schläge auch. Also allein, wie gesagt, allein, dass ihm bewusst ist, dass er in einer Spielwelt ist, macht das Ganze schon geil. Ein wichtiges Mitteilen im Pausenmenü, Optionen. Du kannst die Schwierigkeit gerade des Level ändern. Und ja, du kannst auch auf süß spielen, aber das darf keiner wissen, ne? Cash, okay. Es darf natürlich keiner wissen, dass du auf süß spielst. Niemand spielt ein Spiel auf süß, Leute. Na? Er müsste schon richtig hart suchten. Ich kann immer mehr Geld. Was? Irgendwie, okay, das war komisch. Ich würde echt gerne noch einen Endboss sehen. Also gemeinsam mit euch den ersten Endboss klatschen oder so. Willkommen. Hardcore-Gamer, oh ja. Du bist verdammt unreif, hä? Ja, ich fühle mich vielleicht wie 16. Ich bin hier nicht unreif, Bruder. Ich trinke schon Kaffee. Hey, das Game ist voll geil. Ich kann mich nur wiederholen, Leute. Zockt es. Travis Strikes Again, No More Heroes. Macht voll Laune. Es sieht nicht nur gut aus, sondern das ist echt ein geiles Game. Unser erster Boss jetzt endlich mal. Richtiger Boss. Backstreet Boy Blue. Der Backstreet Boy natürlich. Entschuldigung. Oh, also im R. Erstmal schnell aufs Maul hauen. Okay, noch immer kein Endboss. Wo kriege ich meinen ersten Endboss her? Oh, da schießt jemand. Die schießen. Oh mein Gott, neuer Schwierigkeitsgrad. Die schießen nur Kugeln auf uns. Die schießen nun Kugeln auf uns. Okay, neuer Schwierigkeitsgrad erreicht. Immer schön Münzen einsammeln. Können wir bestimmt was Geiles davon kaufen. Okay, jetzt gibt es mehrere Wege. Okay, wahrscheinlich. Okay, also Leute, in so einem Spiel, egal in welchem, ist immer wichtig, zuerst den falschen Weg zu gehen. Oh mein Gott, was ist da vorne los? Und zack. Nein, daneben, also. Oh, die Wuchtangriffe fühlen sich so unglaublich gut an. Auch wenn sie eigentlich mit einem Schlag schon tot sind, die Wuchtangriffe machen noch mehr Spaß. Ausweichen. Nein, getroffen. Was haben wir hier? Rubux, Spike, Botneck, Blue, okay. Flash aus die Sau. Yeah, ich habe ihn zum anderen hingeklatscht. Geil. Der greift auch an. Mit Fernattacken. Also wie gesagt, bei den Blues müssen wir aufpassen. Also die Blues haben die Fernattacken. Yeah. Oh, das fühlt sich zu gut an. Ich habe gerade zu viel Spaß. Ich sehe jetzt gerade keinen Grund, das Spiel zu beenden. Und jetzt gehe ich natürlich erstmal kacken. Natürlich gehe ich jetzt mal kacken, Leute. Hose runter, zack. Now saving. Wie geil ist allein? Ich habe es euch von Anfang an gesagt. Diese No More Heroes Games sind komplett durchgedreht. Und ich fühle es gerade wieder. Und ich finde das so geil. Leute, schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Und ich denke, wie gesagt, man muss es selbst spielen, um das wirklich noch mehr zu fühlen. Was ihr dazu sagt, bin ich echt mal gespannt. Also die kann man ja so wegklatschen. Ich muss erst mal merken, welche Gegner man einfach so wegklatschen kann. Also jeden Blue natürlich. Oh, fuck. Jeden Blue kann man wegklatschen. Die Kleinchen hier auch. Also noch Kleinvieh. Noch ein Skill? Neuer Skill-Chip. Yeah. Yeah. Dann kannst du dich aussuchen. Aber wo kann ich meine... Genau, hier. Trigger-Skill? Trigger-Skill? Level up? Okay. Man kann sie aufleveln, die Skills also auch. Aber warum habe ich nur einen ausgewählt? Zeit nutzen. Okay, der ist schon mal härter auf jeden Fall. Yeah, yeah, yeah. Oh, die Kompass. Oh, das fühlt sich zu gut an.
Habe ich schon erwähnt, dass sich das viel zu, gut anfühlt. Okay, hier ist ein Wuchtangriff natürlich deutlich besser. Aufpassen. Das sind echt viele Gegner. Hoppla. Nein, Schwert aufladen. Zack. Aufpassen, er schießt. Wieder, ich wusste. Zack. Ich fühle mich so wie der Ober-Endboss in Game, Alter. Zack. Und durchschnetzeln. Es ist schon geil retro-mäßig. Also wer das ausgedacht hat, fühle ich, Bruder. Fühle ich. Oh Gott, fuck. Erstmal die Blauen hier weg. Immer zuerst natürlich die Magier, die Fernangreifer auslöschen. Bevor man sich über den Hauptboss kümmert. So, jetzt habe ich ihn weggeschleudert. Die Zeit nutze ich wieder, um meine Energie links um aufzuladen. Und jetzt wieder fett rein hier. Und die Ausweichrolle nicht vergessen, wenn es sein muss. Ja, das haben wir auch noch gefällt. Fähigkeit kennen. Aber wo ist denn mein... mein zweiter Skill, frage ich mich. Wo ist mein zweiter Skill? Und wer bist du denn? Rahmenbude. Leute, wir gehen in die Rahmenbude. Natürlich gehen wir in die Rahmenbude. Was denn sonst? Nom, nom, nom. Lecker Nudelsuppe essen hier. Ein Kunde, willkommen. Und den besten Rahmen raus. Geht klar. Hier, bitte. Ich mag den Verkäufer. Ey, das Game ist voll geil. Ich muss das im Bett durchzocken, ganz in Ruhe. Schlicht und schön. Erfrischende Sojasauce, Thunfischbrühe. Okay, das füllt unsere Energie links oben wieder auf. Also links oben ist doch die Energie. Die letzten Worte meines Großvaters. Wenn ein Mann weinen muss, soll er seinen Träumen... Was? Seinen Träumen? Wenn er weinen muss, soll er die Tränen abwischen. Okay. Ist das der Endboss? Arkadestein. Wohnwagen gegen spezielle T-Shirts eintauschen. Welches der richtige Weg jetzt, ne? Links oder rechts? Oh Gott, das geht beides? Das ist schlecht. Besonderes T-Shirt im Wohnwagen. Also das Wohnwagen scheint unsere Hauptbasis zu sein. Ist das jetzt der... Oh Gott, das sind doch Endboss-Kämpfer. Oh Gott, rein in die Blauen. Oh Gott. Müssen Sie aufpassen auf die kleinen Wutzis. Und bäm. Aufladen. Aua, zack. Oh Gott, das tat weh. Oh Gott. Yeah, hat zum anderen hingeschubst. Kurz laden. Und nicht beide gleichzeitig? Nein, alle nicht. Oh Gott. Konzentration. Ja, er ist das weg. Den jetzt. Ah, auskontern. Geil. Und? Eine Fabrik? Kommt der Endboss raus? Des ersten Levels? Hm. Ich weiß übrigens auch noch gar nicht, ob das das Hauptspiel ist, ne? Okay. Es könnte auch sein, dass es nur ein Anfangsspiel ist und dann wird das Spiel nochmal anders. Das kannst du nie sagen. Oh Gott, ja. Ja. Du spielst zig verschiedene Spiele durch. Auf der Suche nach den Death Balls. Kämpfe gemeinsam oder Multiplayer. Leute, wir suchen die Death Balls. Versteht ihr? Nicht die Dragon Balls, die Death Balls. Versteht ihr? Wie geil ist das Game, bitte? Das ist so durchgedrehter Scheiße. Jetzt mal eine Fabrik. Also im nächsten Klohaus würde ich sagen, speichern wir und... Oh Gott, lassen das Ganze mal für heute, für das Angezockt-Video. Aber ich kann euch versichern, wie gesagt, es macht unglaublich Spaß. Kann ich da einfach drüber springen? Nein, kann ich nicht.
Okay, das ist einfach nur fett Münzen sammeln. Das ist viel Geld. Sollen wir jetzt unsere Skills aufwerten oder was? Kann man das auch hier machen? Ich habe genug Geld. Taste gedrückt halten. Okay, hat ein Level Up. Okay. Neuer Boss? Neuer Gegner? Oh mein Gott. Bug Gates. Das ist so ein krankes Game, ey. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe Angst. Sprengt er sich? Ich glaube, der hätte sich gesprengt, oder? Ist das so ein Sprengerer? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich gesprengt hätte. Hm, wo ist der richtige Weg jetzt wieder, ne? Okay, gibt es auf jeden Fall eine Kiste, die brauchen wir. Das Geld erhöht unsere Skills. Uah. Giftiges Gas. Ah, hört nicht auf, bis die Gegner tot sind. Okay. Yeah. Das gibt jetzt auf? Ja. Nein. Aber es wechselt ab. Oh Gott. Dreifacher Schwierigkeitsgrad. Ich kann nicht drüber springen? Okay. Ah, eine Skillcard. Ich kann doch drüber springen, oder? Eine Skillcard. Okay. Ey, das Game ist so geil. Ich kann das den ganzen Tag zocken. Was ist trotzdem das nächste Klohaus? Ich wollte das Video jetzt nicht zu lange machen. Aber wie gesagt, fühlt sich sehr geil an. Oh Gott, Vetter. Okay, erstmal die Kleinen loswerden. Oh, oh. Wir haben Skill verkackt. Wir haben einfach den Skill verkackt. Und wir machen mehr Damage. Guckt mal, wir machen mehr Schaden. Es ist mehr höhere Zahl als vorher. Also das Level Up hat auf jeden Fall was gebracht. Ja, der sprengt sich. Ich wusste es. Der sprengt sich. Ich wusste es. Es sah schon so aus. Als alter Gamer-Nerd, ne, weiß man sowas natürlich. Dass der sich wegsprengt. Das wusste man natürlich. Hm. Wo geht's hier? Oh Gott, fuck, weiter. So, und jetzt einfach weg hier, würde ich mal sagen. Sollen sie rücksprengen? Killen die auch für uns den Gegner, ist die Frage, ne? Killen die auch für uns den Gegner, frag ich. Ich komme da nicht rein. Da wäre eine Münze gewesen, ne? Da wäre eine Münze gewesen. Ich muss sie leider liegen lassen, glaube ich. Letzte Worte meines Großvaters, isst nicht in Restaurantketten. Okay. Alles klar. Diese Lebensweisheit musste er mit uns teilen. Isst nicht in Restaurantketten. Was ist das denn? Death Boys. Nee, Death. Was ist Death Aiden? Oh, scheiße. Oh, scheiße, Leute. Oh, fuck. Oh, fuck, Rätselräume. Rätselräume, Leute. Ich hasse Rätselräume. Ich hasse sie einfach so sehr. Gibt es da irgendwann ein Klohaus? Sehen Sie mir das nicht. Hm. Ist da oben noch so ein Deathball-Dingsy? Oder was ist das jetzt hier? Ja, ist auch einer. Ach, scheiße. Es ist ein riesen... Oh, mein Gott. Leute, alles klar. Ich habe keinen Bock auf die Rätsel. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ist auch ein langes Video schon. Oh Gott, aber es macht so Spaß. Ihr merkt wahrscheinlich, ich konnte nicht aufhören. Leute, zockt auf jeden Fall Travis Strikes Again, No More Heroes. Das gibt es auch arschbillig auf eBay, eBay Kleinanzeigen, Amazon, im GameStop, wie gesagt. Es lohnt sich. Es ist mega geil und du wirst, wie ich es anhand der Bilder hinten sehe, verschiedenste Spiele durchspielen. Also nicht nur das, wo wir jetzt gerade sind, sondern auch viele unterschiedliche sieht man hier unten. Das ist geil, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Meinungen in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Viel Spaß. Wir sind auf der Endcard. Bruder Faust geht raus. Und ciao.